Hallo Maria Huster. Hallo. Schön, dich zu treffen. Maria Huster, du bist auch Ex-Studentin, Ex-Deutschlernerin, damals am Sprachinstitut Treffpunkt. Genau. Wann war das erste Mal für dich in Bamberg an der Schule? Das erste Mal war 2009. Okay, gut. Das war vor? 13 Jahre oder so. Jawohl, 13 Jahre. Ja. Und dann, was hast du dann gemacht, danach dann? Danach bin ich wieder nach Deutschland gekommen, das war jetzt 2010 und bin ich 6 Monate geblieben und dann wieder nach Spanien zurückgekommen und dann 2013 bin ich wieder nach noch einmal. Also du warst sehr, sehr oft. Nicht nach Deutschland, das sage ich immer. Nach Bamberg. Wunderbar. Und Maria Huster, damals 2009 das erste Mal. Was war der Grund dafür, dass du damals Deutsch gelernt hast? Und auch warum in Bamberg damals? Der Grund habe ich eigentlich keinen Grund. Aber ich konnte nicht Englisch und Deutsch hat mir immer sehr... Siehst du jetzt... Gut gefallen. Und dann, warum nicht? Und Deutsch. Warum Bamberg? Bamberg, weil ich in Mallorca war und ich habe eine Deutsche kennengelernt. Und sie, ihr Mann, ihr Freund, hat in Bamberg im Treffpunkt Deutsch gelernt. Ah, und dann, so, dann war die Empfehlung und genau. Das war dann dein Weg nach Bamberg. Genau. Zum Abschluss noch eine Frage. Hast du ein Lieblingswort auf Deutsch? Ja, mein Lieblingswort auf Deutsch ist Herausforderung. Und wir hören, es gibt wie immer viele Gründe, Deutsch zu lernen. Heute haben wir gehört, ich wusste nicht, was ich sonst machen sollte. Und von den Sprachen Französisch und Englisch hat mir Deutsch am besten gefallen. Genau. Maria Huster, schön, dass wir hier sind. Hier auf dem Bauernhof von deinen Eltern. Mitten unter den Eichenbäumen. Hier sind übrigens auch immer die bekannten Schweine, die das Fleisch. Jetzt kommen die Schweine, jetzt kommen die Schweine. Jetzt haben wir keine Zeit für euch mehr. Jetzt, okay, tschüss. Jetzt müssen wir die Schweine anschauen. La Pata Negra. Das ist so schade, dass ich das andere erst später gefragt habe.